Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute hier als erster von dreien Hexgrid vorstellen zu dürfen. Wie Sie an dieser ersten Folie schon sehen, ist Hexgrid ein sehr kooperatives Unternehmen. Diese ganzen Logos könnten auch durch viele, viele Gesichter ersetzt werden. Die drei Gesichter, die Sie dann hier in den nächsten dreiviertel Stunden sehen, sind wieder nur drei von sehr vielen, sehr hilfreichen Menschen, ohne die das Ganze hätte nicht entstehen können. Beginnen wir mit den Hintergründen, beginnen wir mit dem Gesamtrahmen unserer Vorstellung von dem, was Hexgrid sein soll. Auch diese Vorstellung ist ein kooperatives Unternehmen. Danach werden wir einen Blick darauf werfen, wie Arbeiten und Forschen jetzt ganz konkret mit Hexgrid 1.0 aussehen wird. Und der letzte Schritt wird sein, dass wir darüber sprechen, wie die Zukunft von Hexgrid aussehen kann und wird. Beginnen wir mit der Vision. Vision klingt ein bisschen sehr abgehoben. Es waren Ideen und es sind Ideen, die wir entwickelt haben, gemeinsam mit anderen, und zwar nicht nur innerhalb des Projektes, sondern mit Kollegen, man kann fast sagen weltweit, in den USA, in England, in Europa, die sich dafür interessiert haben, wie solche virtuelle Forschungsumgebungen aussehen könnten. Und wir haben verschiedene Bausteine für diese, wie so eine virtuelle Forschungsumgebung in der Zukunft aussehen kann, übernommen. Diese Ideen sind jetzt nicht unsere Ideen in dem Sinne, sondern es sind die Ideen, wie wir glauben, dass so etwas realisiert werden sollte. Und das ist sozusagen die Gesamtvision. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend im Augenblick, aber es ist eigentlich ein sehr einfaches Grundkonzept. Für uns wurde sehr früh klar, dass es nicht um das Mikroskop allein geht, sondern es geht darum, dass wir auch die Daten für das Mikroskop brauchen, also den Input. Dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören und dass wir über einen Kreislauf sprechen. Ein Kreislauf, der Ressourcen erzeugt, sodass sie im digitalen Medium bearbeitet und verarbeitet werden können. Dass dazu dann Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, die diese Daten anreichern und dass diese so angereicherten Daten dann wiederum der Forschung zur Verfügung gestellt werden müssen und sollen, damit diese nicht wieder von Grund auf neu aufbauen. Ich glaube, wir können hier anknüpfen an das, was wir gerade gehört haben, was das Offenlegen von Daten, das zur Verfügung stellen von Daten betrifft, sondern dass die Forscher direkt wiederum auf den so aufbereiteten Daten weitermachen können. Dass wir also über eine Spirale des wenn nicht Fortschritts, zumindest mal des Verfeinerns, des Anreicherns, des Weiterarbeitens sprechen und dass dazu sowohl auf der einen Seite ein Vorrat an Daten da sein muss und zweitens ein Set von Tools, von Werkzeugen und diese Werkzeuge natürlich sich mit dem Erkenntnisfortschritt ständig verändern. Intern, also dass Werkzeuge intern verfeinert werden und andererseits neue Werkzeuge hinzukommen. Das Ganze ist also, wie Sie sehen, mehr ein Ökosystem als wirklich sozusagen ein stabiles, fertiges Produkt, das man aus der Schublade zieht und sagt, so ist es und wird es bleiben in der Zukunft. Sondern es ist ein Ökosystem, das sich ständig verändert, wo neue Daten hinzukommen, diese Daten angereichert werden durch Werkzeuge, interne, externe Werkzeuge und dass wir durch diese Anreicherung immer komplexere Fragestellungen mit immer neuen Werkzeugen ermöglichen. Das ist unsere, sozusagen, die Vorstellung davon, wie Digital Humanities als kooperatives Unternehmen insgesamt funktionieren kann. In vielen Punkten offensichtlich eine, sozusagen, Veränderung gegenüber dem traditionellen Arbeiten mit Quellen, mit Daten in den Geisteswissenschaften. Aber in vielen Punkten beschleunigen wir nur Prozesse, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon sichtbar wurden. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass wir uns gesagt haben, wir haben zwar eine Vision, was wir jetzt im Augenblick wollen, aber es ist uns klar, dass diese Vision sich ändern wird. Und sie hat sich auch über die letzten 5 Jahre, die dieses Projekt läuft, bereits verändert, sodass wir einen großen sozusagen Naturgesetz folgend von vornherein gesagt haben, wir wollen, ähnlich wie das Unix-Tools oder auch ein Vorreiter solche Systeme Two-Step getan haben, wir wollen einen modularen Aufbau haben. Und dieser modulare Aufbau soll dafür sorgen, dass wir nicht dieses große monolithische System anbieten, sondern viele kleine Dinge und diese kleinen Dinge dann vielleicht von denjenigen, die feststellen, dass sie das Ganze nicht brauchen können, aber gerade dieses einzelne Werkzeug verwenden können, herausgebrochen werden kann und mit Gewinn weiterverwendet werden kann.
Also der modulare Aufbau und das Konzipieren von Modulen, die dann miteinander in Kontakt stehen, sodass wir Daten, die aufbereiten, verändern, erforschen mit einem Modul und der Output des einen Moduls dann der Input des nächsten Moduls ist, um auf diese Art und Weise den Benutzern zu gestatten, jeweils nach ihren Forschungsinteressen sozusagen die Module zu Werkzeugen, zu Pipelines zusammenzustecken. Das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube ein ganz zentraler Punkt für viele Leute, weil wir eben keineswegs alle Forschungsinteressen vorwegnehmen können, selbst wenn wir ganz spezifische Interessen natürlich als Fachwissenschaftler mit eingebracht haben. Ein dabei ganz zentraler Punkt ist natürlich, dass diese Module sich einfach integrieren lassen und dass es nicht zu peinlichen Datenverlusten zwischendurch führt, dass es auch nicht ungeheuer aufwendig wird. Es ist uns sehr klar, dass wir in einer gewissen Art und Weise eine Sondergruppe sind und wir glauben nicht, dass die Zukunft so aussieht, dass alle Menschen Digital Humanities sozusagen Verfolger sein sollten oder Anhänger und Bearbeiter sein werden, sondern es wird eine Spezialgruppe geben innerhalb der Humanities, die solche Werkzeuge baut und die versucht, sie so zu bauen, dass eine andere Gruppe, die größere Gruppe innerhalb der Geisteswissenschaften, diese Werkzeuge mit sehr viel weniger Technikverständnis verwenden kann. Dieses Grundverständnis prägt sehr vieles in dem Projekt, wie Sie sehen werden, und es bedeutet unter anderem, dass wir die Kooperation, das Zusammenwirken der einzelnen Module, der Kollationierung des XSLT-Moduls und so weiter, dass wir diese Module versucht haben, so zu konzipieren, dass sie einfach zu verbinden sind. Diese leichte Vernetzung bedeutet natürlich auch, dass also die einzelnen Module so zusammengesteckt werden können, dass wir Forschungsfragen in einem Netz beantworten und strukturiert bearbeiten können. Aber Vernetzung steht hier nicht nur für das, was auf der technischen Ebene passiert, sondern es ist sozusagen das Grundkonzept von vornherein, dass TextGrid versucht hat, sehr früh schon Kontakte zu anderen Projekten, zu dem Bamboo-Projekt zum Beispiel in den USA, das noch sehr früh sozusagen in der Entwicklung von Werkzeugen ist, aber auch zu vergleichbaren Projekten in England aufzubauen, um auf diese Art und Weise die Tatsache, dass Spezialgebiete nicht alle gleichzeitig irgendwo entstehen und dass bestimmte Werkzeuge, hervorragende Werkzeuge, da draußen sind, die wir nicht duplizieren müssen, sondern die wir versuchen anzubinden, dass wir diese Offenheit von vornherein in das System integrieren. Das bedeutet, dass jetzt auf der technischen Ebene bestimmte Architekturentscheidungen, bestimmte offene Standards, wie man belegt, und gerade das Standardisierte ist, darauf werde ich nochmal, und das Verwenden von Standards, darauf werde ich zurückkommen. Auf der menschlichen Ebene, und das ist der zweite Aspekt dieser Vernetzung, ist ein ganz zentraler Punkt das kooperative Arbeiten auf den ganz verschiedenen Ebenen. Natürlich ist das Bild des Geisteswissenschaftlers, das prototypische Bild des Geisteswissenschaftlers, hat nichts mit kooperativen Arbeiten zu tun, sondern so wie die Dinge, die er oft bearbeitet, die großen Autoren, Bildhauer, Künstler, ist auch er ein Genie in seiner Kammer. Dieses Bild hat natürlich in der Realität schon sehr viele Abstriche erhalten, aber es prägt noch sehr viel, besonders im Diskurs des Feuilletons über unser Fach. Uns war von vornherein klar, dass dieses Bild nicht das für uns prägende Bild sein wird, sondern dass wir kooperatives Arbeiten auf den verschiedenen Ebenen ermöglichen wollen. Die erste und natürlich wichtigste Kooperation ist die mit den Leuten der Informatik und der Informationswissenschaften, also anderen Fächern, in denen ganz zentrale Gedankenkomponenten zur Verfügung gestellt werden, Werkzeuge auch schon vorgebildet sind oder eben Konzepte vorentwickelt wurden, die wir dann für unser Arbeiten adaptieren müssen. Und ich glaube, dass gerade erst das Zusammentreffen von geisteswissenschaftlichen Fragestellungen mit solchen vorgebildeten Konzepten zu einer Weiterentwicklung führt, wie wir sie uns im Augenblick vorstellen und erhoffen. Das Zweite ist natürlich, und das ist ganz in dem Bild der Wissenschaftler, die Daten aufbereiten und die so aufbereiteten Daten dann wiederum zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz zentraler Punkt der Kooperation. Schaut man zum Beispiel in das Leben der Grimms, dann sieht man, dass seit der Entstehung der Germanistik, meinem Fach, die Herrschaft über die Quellen ganz zentral war, um sein Feld zu dominieren.
Man setzte Handschriften und stellte sicher, dass niemand anders daran kam. Und dieses Wissen konnte man auf diese Weise dann für die eigene Vormacht ausnutzen. Heute werden ähnliche sozusagen Strategien mit ganzen Corpora gefahren. Und uns ist klar, dass das natürlich seine eigenen Vorteile hat. Aber wir wollen eben genau das Umgekehrte machen. Wir wollen Corpora aufbereiten und zur Verfügung stellen, damit der Prozess des Arbeitens mit solchen Corpora sich beschleunigt und damit mehr Leute in schnellerer Zeit leichter auf bestimmte diese Grundschritte, die sonst immer wieder gemacht werden müssen, wo kein großer sozusagen Ertrag mehr aus wissenschaftlicher Sicht zu gewinnen ist, aber die geleistet werden müssen, um darauf aufbauend dann Einsichten und neue Experimente, neue Zugriffe auf Materialien und digitale Daten zu ermöglichen. Diese Grundschritte wollten wir möglichst weit vereinfachen. Ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, der für uns ganz zentral ist, ist der Zugriff auf die Daten. Dieser Zugriff soll so einfach wie möglich sein. Natürlich ist es so, dass alles offen liegt. Wir haben, und das ist ein weiterer Aspekt der Kooperation, alles ist Open Source und deswegen kann jeder jedes Element herausnehmen. Die Daten sind Open Access, zumindest mal die Daten, die wir mit der dankenswerten Hilfe des BMBF hier aufbereitet und zur Verfügung stellen können. Aber darüber hinaus ist es uns klar, dass die meisten Leute diese technische Komplexität nicht haben wollen und wir eben verschiedenen Anwendergruppen gleichzeitig dienen mit dem, was wir leisten. Und deswegen ist einiges sozusagen an Gedankenarbeit da hineingesteckt worden, wie kann man Komplexität so weit reduzieren in bestimmten Arbeitsschritten, dass sie das Leben für Anwender leichter macht. Damit sind wir keineswegs fertig. Das ist ein unglaublich mühsamer, also langwieriger Prozess, wie alle, die mit Usability-Forschung etwas zu tun haben, wissen. Aber wir hoffen, die ersten Schritte in unserem Feld damit erfolgreich hinter uns gebracht zu haben. Und natürlich, wir sind nicht allein. Wir bieten Ihnen nicht einen Webserver sozusagen an, sondern gerade durch die Integration des Projekts an die DGRID-Initiative ist die leichte Skalierbarkeit in verschiedene Richtungen. Und vor allem zum Beispiel auch in Zukunft in Richtung Rechenleistung ein wichtiger Punkt für uns. Als wir angefangen haben mit dem Projekt, war uns klar, dass entgegen der Vorgabe des Grid, der Grid-Ausschreibung, wir eigentlich eher ein Storage-Grid, also das Lagern großer Datenmengen brauchen, aber dass wir noch nicht genau gesehen haben, wo wir große Rechenleistungen brauchen, die dann vergleichbar wären mit dem, was die Kernphysiker zum Beispiel brauchen. Aber in den letzten Jahren sind immer mehr solche Anwendungen entstanden. Es wurde immer sehr deutlicher, dass wir von der Kollationierung über bestimmte Suchverfahren, Vergleichsverfahren, statistische Auswertungen, dass wir immer mehr solche Arbeitsschritte brauchen und dass gerade das vieles im Augenblick noch dadurch gehemmt wird, dass es diese leichte Skalierbarkeit in verschiedene Richtungen nicht gibt und davon versprechen wir uns viel. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Standards das Wichtigste sind. Standards sind trivial. Für denjenigen, der seinen Stecker in eine Steckdose steckt, ist es so, dass warum nicht. Aber jeder, der in einem Land ist, in dem sein Computer gerade sagt, bitte ganz schnell einstecken und sein Stecker nicht in die Steckdose geht, wird plötzlich klar, wie wichtig die Vorteile von Standardisierung sind. Auch im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften gibt es Standards. Diese Standards sind zum Teil außerhalb entwickelt worden, aber einige sind innerhalb der Geisteswissenschaften entwickelt worden, zum Beispiel die Guidelines der Text Encoding Initiative. Und das Arbeiten an solchen Standards, um die Interoperabilität von verschiedenen Corpora zu gewährleisten, um Arbeitsmethoden nicht jedes Mal von Grund auf neu designen zu müssen, das sind ganz zentrale Punkte und wir haben uns von Anfang an dem verpflichtet gesehen. Wir wollten, dass unsere Werkzeuge und unsere Daten diesen Standards genügen, sodass andere mit diesen Kenntnissen über solche Standards sehr schnell weiterarbeiten können. Und die Werkzeuge, unsere Werkzeuge, die Werkzeuge der Zukunft, von denen wir hoffen, dass es sie zahlreich geben wird, aber auch die Werkzeuge aus anderen Projekten leicht zu integrieren in einen Werkzeugbaukasten, den sich dann jeder nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen kann. Das ist ein wichtiger Punkt unserer Vision für TextGrid gewesen. Vor allem aber, und das habe ich am Anfang schon, dass wir große Datenbestände haben.
Google Books ist nur das Beispiel, und der berühmt gewordene, schon in der kurzen Zeit berühmt gewordene Aufsatz in Science zeigt sozusagen, was man machen kann. Aber natürlich die Leute, die in diesem Feld seit Jahren arbeiten, träumen seit Jahren davon, dass sie auf diese Daten zugreifen können. Und wir haben mit der digitalen Bibliothek, die wir innerhalb von TextGrid jetzt zur Verfügung stellen können, und haben wir einen solchen großen Datenbestand. Und wir sind ziemlich aufgeregt über die Möglichkeiten, die wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich mit diesen Daten an Explorationsmöglichkeiten haben. Und wir hoffen natürlich, dass die Ergebnisse, die Daten, dass all das lange bleibt. Vielleicht nicht ganz so lange wie hier, aber doch lange genug, damit eben Generationen darauf zurückgreifen können, die die Forschungsergebnisse prüfen können, weiterarbeiten können mit den Daten. Und ohne das könnte es nicht sein. Wir brauchen eine Nachhaltigkeitsstruktur. Wir brauchen ganz offensichtlich Dinge, über die aber dann Heike Neuroth im Ausblick sprechen wird. Wo sind wir also jetzt mit TextGrid? Wir haben zwei Grundelemente, über die wir gleich mehr hören werden. Wir haben das TextGrid Lab und das Repository als Lagerstätte. Wir haben verschiedene Wissenschaften inzwischen. Am Anfang waren das vor allem Textwissenschaften. Seit TextGrid 2 sind zum Beispiel noch die Musikwissenschaften und die Kunstwissenschaft dazugekommen. Wir haben also verschiedene Geisteswissenschaften, die im Augenblick Werkzeuge für TextGrid entwickeln. Und wir haben eine Anbindung an das D-Grid als Infrastruktur und eine Reihe von Services und Schnittstellen zu Services, sodass wir auf dieser Ebene diese Integration mit anderen Diensten, anderen Projekten in Zukunft hoffen, zur Verfügung stellen zu können. Im nächsten Schritt hören Sie mehr darüber, wie TextGrid wirklich funktioniert, und Sie werden einige der Grundkonzepte wahrscheinlich immer wieder hören, aber ich wollte Ihnen und wir wollten Ihnen am Anfang sozusagen die großen Leitlinien, die unser Handeln in den letzten 5 Jahren bestimmt haben, kurz darstellen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, virtuelle Forschungsumgebungen sollen den Arbeitsprozess des forschenden Wissenschaftlers in einer anderen Umgebung, eben der digitalen, unterstützen, abbilden, im Idealfall natürlich auch verbessern, indem sie bestimmte Arbeitsschritte erleichtern oder effizienter machen, vielleicht auch andere ganz neu ermöglichen. Diesem Anspruch muss ich natürlich auch TextGrid stellen, und daher möchte ich Ihnen im Folgenden einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie Forschungsarbeit nun wirklich konkret mit der Version 1.0 aussehen kann. Dabei zeige und erläutere ich die Funktionalitäten jetzt hier ein wenig mit Screenshots, um Ihnen eben diesen kurzen Einblick zu verschaffen. Die Tools und Möglichkeiten von TextGrid möchte ich insgesamt in meiner Präsentation so ein bisschen mehr in den Kontext des geisteswissenschaftlichen Arbeitens und Forschens stellen. Ausführliche Vorführungen haben wir morgen in den Workshops, wo es dann eben richtig an die Rechner geht. TextGrid besteht aus zwei Komponenten, die Herr Janidis eben schon erwähnt hat, das Laboratory. Das ist der Einstiegspunkt für den Nutzer in die virtuelle Forschungsumgebung, wo er die Services und Tools findet und natürlich auch in einem weiteren Schritt dann selbst organisieren kann. Und das TextGrid Repository, das fachwissenschaftliche Langzeitarchiv, das eben in diese Grid-Infrastruktur eingebunden ist. Jeder Interessierte kann sich über das Repository anhand von www.textgridrep.de informieren, indem er zum Beispiel einfach durch die Inhalte browst, indem er differenziert danach suchen kann und schließlich eben auch einen direkten Zugriff dann auf die Inhalte bekommt, nicht nur lesend im Browser, sondern eben auch XML-TI-Daten herunterladen kann und damit arbeiten kann. Analog zur Organisation des Downloads der Beta-Version kann der Nutzer die Version 1.0 ganz einfach über die Homepage herunterladen und die Funktionalitäten erkunden. Online-Tutorials und Support-Funktionen, eine Mailingliste und ein Formular zur Rückmeldung, wo dann Interaktivität möglich ist, erleichtern die ersten Schritte.
Und um TaxGrid nutzen zu können, brauchen Sie dann nur noch einen Account über dieses einfache Webformular zu beantragen. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn es in dieser Woche vielleicht ein bisschen länger dauert, bis Sie einen Account bekommen. Aber ich bin sicher, spätestens nächste Woche, wenn Sie starten wollen, werden Sie einen Account haben. TaxGrid insgesamt ist sehr komplex geworden, trotz aller Versuche zu reduzieren, wie Herr Janidis eben skizziert hat. Aber das ist eigentlich kein Wunder, denn unsere geisteswissenschaftliche Forschungsarbeit, wie schon unsere Quellen, sind natürlich komplex und deswegen ist es kein Wunder, dass wir einen gewissen Komplexitätsgrad brauchen, um unsere Forschung abzubilden, selbst wenn man nur bestimmte Teilbereiche in den Blick nimmt. Für die heutige Vorstellung möchte ich jetzt nicht diese Liste abarbeiten, sondern möchte das unter drei Aspekten tun und ein bisschen gruppieren und kontextualisieren. Und zwar sind das drei zentrale Aspekte unseres Selbstverständnisses und unseres Gesamtkonzepts, nämlich die Bedeutung der Quellen, der Daten, auf die wir zugreifen und der empirischen Methoden, der Aspekt der Kollaboration und des Open Access. Die Kerngruppe bestand, wie bereits erwähnt, aus Textwissenschaftlern. Daher hat TaxGrid nicht nur diesen Namen, sondern auch einige zentrale textorientierte Werkzeuge für Textbearbeitung, Erschließung und Strukturierung entwickelt. Wir haben hier eigentlich die Kerngruppe einigermaßen beisammen auf diesem Bild. Sehr viele sind heute auch hier. Ich möchte ein paar Namen noch erwähnen. Werner Wegstein vor allen anderen, Marc Küster, Peter Gietz, Wolfgang Pempe, Ludwig Eichinger, die am Anfang in der Kerngruppe mit dabei waren und das Ganze mit uns angegangen sind und andere infiziert haben, dass sie mit uns arbeiten. Textwissenschaftliche Werkzeuge, zum Beispiel ein Lemmatisierer, der in der Version 1.0 noch nicht integriert ist, um damit zu beginnen. Er ist aber Bestandteil der Beta-Version, die wir jetzt parallel zur Version 1.0 dann natürlich auch ständig publizieren werden und mit Ihrer Hilfe testen und weiterentwickeln werden. Vorhanden ist ein Wörterbuch-Tool, das insgesamt 12 Wörterbücher zum Deutschen einbindet, die eben gemeinsam durchsucht werden können. Hier in der Suchmaske des Tools. Ich erläutere das kurz und zeige das auf der linken Seite, von mir aus gesehen hier, haben wir die Liste der Wörterbücher, die durchsucht werden können, rechts dann die Ergebnisanzeige in einer ersten Quickliste und unten dann den direkten Zugriff auf die Wörterbücher im Einzelnen. Hier und dann hier die Feld und unten direkt die Wörterbücher. Diese Wörterbücher aber können nicht nur für sich durchsucht werden, sondern sie arbeiten auch nahtlos mit den anderen Werkzeugen zusammen, zum Beispiel mit dem XML-Editor, aus dem heraus diese Wörterbücher direkt aufgeschlagen werden können, sozusagen als Nachschlagewerkzeug im Editor benutzt werden können. Der XML-Editor ist das Herzstück des Labs und Basistool natürlich aller textwissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben uns bewusst für eine Eigenentwicklung auf der Basis eines Open-Source-Tools entschieden. Die modulare und offene Architektur von TaxGrid erlaubt aber natürlich auch die Einbindung weiterer Editoren. Wenn Sie Oxygen einbinden wollen, eine Lizenz besitzen, gekauft haben, dann können Sie das natürlich arrangieren, das hier einzubinden für sich. Ich habe hier das Beispiel aus dem sogenannten Source Mode. Da haben Sie also direkten Zugriff auf die XML-Quellcodes, links wiederum im Feld die Metadaten zur Datei, rechts in den Feldern das Inhaltsverzeichnis zur besseren Übersichtlichkeit und weitere Funktionalitäten. Ein bisschen menschenleserfreundlicher, nicht nur für Maschinen lesbar, ist dieser What you see is what you mean Modus, in dem Sie sich die Daten auch ansehen können. Doch nicht nur die Sprachinformation des Textes, auch die materialen Textkulturen, so beispielsweise der Titel des Heidelberger SFB 933, stehen im Zentrum textwissenschaftlicher Forschung
und daher haben wir ein Werkzeug entwickelt, mit dessen Hilfe solche Artefakte mit der entsprechenden Texttranskription verknüpft werden können. Der Textbild-Link-Editor ermöglicht es, bestimmte Passagen, bestimmte Orte in dem Artefakt, hier eben einer mittelalterlichen Handschrift, zu markieren und direkt mit dem XML-Text zu verknüpfen und das auch gemäß dem TI-Standard sofort zu erreichen. Das auch mit verschiedenen Layern, sodass Sie also verschiedene Annotierungsschichten da einbauen können. Der Aspekt der Kollaboration ist eben auch schon angesprochen worden. Als Geistes- und Kulturwissenschaftler lieben wir natürlich unsere stillen Stunden bei der Lektüre, am Schreibtisch, im Archiv oder in der Bibliothek. Und diese sind auch für unsere Arbeiten notwendig. Das, denke ich, bleibt auch so. Aber wir wollen auch Forschungsfragen angehen, die wir so nicht lösen können, bei denen wir nur in einem großen internationalen Team weiterkommen, bei dem wir einfach eine große Menge schnell durchsuchen können. Und das ist im Augenblick erstmals in der Geschichte der Geisteswissenschaften der Fall. Wir können Massendaten erstmals in vertretbarer Zeit bewältigen. Und das würde ich schon als Paradigmenwechsel ansehen. Und weil wir den Punkt der Kollaboration und damit auch der Transparenz sicher nicht erst seit Gutenberg für sehr wichtig erachten, haben wir bei TextRIT viel Energie in diese Bereiche der virtuellen Forschungsumgebung gesteckt. Um TextRIT zu nutzen, muss man sich, um alle Funktionalitäten zu nutzen, muss man sich authentifizieren, entweder mit seinem Account oder als Mitglied des DFN, der DFN-AAI. Das heißt also, ich kann damit einen Raum für Geisteswissenschaftler schaffen, in dem ich wirklich nur sage, ich bin Mitglied dieser Institution, ich gehöre dazu auf ganz einfache Art und Weise. Dann, wenn ich eingeloggt bin, kann ich mir selbst und meinen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, bestimmte Rechte, bestimmte Rollen zuteilen in der Arbeit. Ich kann das Recht verteilen, Daten zu löschen, sollte man nicht so oft machen, zu editieren oder auch einfach nur einen lesenden Zugriff zu geben. Das implementierte und zugleich flexibel erweiterbare Metadatenmodell von TextGrid ermöglicht projektspezifische Verwaltung, Organisation, Publikation und Recherchierbarkeit von Forschungsdaten. Wir haben hier ein Beispiel, wo eigene Metadaten kreiert worden sind, eigene Metadatenfelder hier für Handschriften, Werkstatt, Schreiber, Blattzahl, einfach nur exemplarisch. Und wir können sehen, dass wir die dann zu jeder Datei, zu jedem Projekt ausfüllen und konkret spezifizieren können. Also ganz individuell. Und dann hier wiederum. Ein entscheidender Punkt für die Gesamtentwicklung von TextGrid, aber auch für die Perspektiven unserer wissenschaftlichen Forschung, ist das Prinzip von Open Source und Open Access. Und nach unserer Vorstellung sollten im TextGrid Repository eben möglichst viele XML-Daten, also Ergebnisse und Grundlagen weiterer Forschung unter geeigneten Lizenzen verfügbar gemacht werden. Dabei zitier- und referenzierfähig sowie nachhaltig archiviert werden. Technisch gesehen im Repository wird es so gelöst, dass die Objekte beim Einspielen automatisch mit Metadaten nochmals versehen werden, semantisch indiziert werden und nachhaltig adressierbar sind durch die Verwendung von Persistent Identifiern. Mittlerweile sind zahlreiche Artefakte des kulturellen Erbes in digitaler Form greifbar und die eigentliche Forschung in Anführungszeichen mit diesen neuen medialen Repräsentationsformen beginnt. Dennoch ist erst ein Bruchteil der Überlieferung digital transformiert und qualitativ hochwertig, das heißt auch für die Weiterverarbeitung geeignet und frei zugänglich verfügbar. In den Geistes- und Kulturwissenschaften sind wir daher noch lange in der Bereitstellungsphase
Und dieser Bereitstellungsprozess muss auch durch unsere Forschung begleitet werden. Das gehört zu unserer Forschungsarbeit. Die Integration einer frei verfügbaren, TI-aufbereiteten digitalen Bibliothek mit Tausenden von Texten, die das BMBF ermöglichte, wird, so ist unsere Meinung, das Konzept der empiriebasierten geisteswissenschaftlichen Forschung, der Kollaboration und des Open Access-Gedankens entscheidend fördern. Ich habe in meinem ganz kurzen Überblick versucht, Ihnen unser praktisches Konzept ein wenig näher zu bringen und die vorhandenen Tools und den Stand der Entwicklung zumindest einmal im Kontext anzureißen. Praktische Übungen sind eben morgen für die Workshops geplant und natürlich möchten wir Sie ganz herzlich einladen, sich die Software herunterzuladen und sich selbst ein Bild zu machen. Wir haben sicher hohe Ansprüche an unsere Ziele formuliert, an uns, an die Software. Und letztlich, denke ich, muss sie sich jedoch im Alltagsbetrieb in ihrer alltäglichen Forschung bewähren und muss die Ansprüche und Erwartungen der Nutzer erfüllen. Dazu brauchen wir Sie als Nutzer, die diese Tools einsetzen, die uns Feedback geben, die vielleicht eigene Tools auch entwickeln und integrieren und natürlich auch Daten in diesem Repository publizieren. Und mit den Worten von Kurt Tucholsky möchte ich jetzt überleiten zu Heike Neuroth und dem Punkt Perspektiven und Nachhaltigkeit, den sie gleich ansprechen wird. Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie allein machen. Dankeschön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe das große Thema Nachhaltigkeit hier auf den Folien stehen und werde Sie wahrscheinlich gleich sehr enttäuschen müssen, weil ich kaum Antworten dazu habe. Wir haben im Laufe der Zeit wenigstens die kritischen Punkte identifizieren konnten, die zu klären sind auf dem Weg der Nachhaltigkeit. Erst noch mal kurz einen Ausblick. Was erwartet uns das fast kommende Jahr noch? TextGrid läuft noch bis Mai 2012. Wir werden also aus den anderen Fachdisziplinen, die in TextGrid 2, wie zum Beispiel die Musikwissenschaften, dazugekommen sind, dort werden wir die Tools noch integrieren bis Mai 2012. Einige Tools sind hier auch schon exemplarisch aufgelistet. Wir werden versuchen, sogenannte Service-Level-Agreements zu machen mit dem Rechenzentrum, mit der GWDG, um auch eine gewisse Datensicherheit gewährleisten zu können, dass die Daten, die publiziert werden im Repository, auch mit einer gewissen Garantie versehen sind und nachhaltig genutzt werden können. Wir haben einen Text-Text-Link-Editor, den konnten wir zum Glück zurückstellen, weil die Anforderungen der jetzigen Forschungsprojekte uns eben eine andere Priorisierung mit auf den Weg gegeben haben. Und wir haben einige externe Tools, die über andere Projekte finanziert werden. Ein DFG-Projekt, das ist ein Print-Tool, und ein EU-Projekt, Inter-Edition aus Holland, einen Kollationierer, den wir einbinden können in TextGrid. Fange ich mal an mit dem Zwischenfazit, und die, die mich kennen, wissen, dass das immer auch ein bisschen kritisch ausfällt. Wir haben im Moment zwar 700 Beta-Nutzer und auch sehr viele aus dem Ausland. Es wird aber jetzt natürlich schön sein zu sehen, ob es uns gelingt, diese Beta-Nutzer auch für die Version 1.0, die wir heute ja auch feiern wollen, zu gewinnen. Wir haben 5 größere Forschungsprojekte und ich möchte Sie alle einladen, an dem großen Bildschirm sich die Anwendungsfälle anzusehen. Das sind Forschungsprojekte, die mit TextGrid erstmal nichts zu tun hatten, die aber TextGrid benutzen wollen und die uns sehr treu und intensiv in den letzten Monaten begleitet haben und uns auch gesagt haben, welche Anforderungen sie haben. Das sind zum Teil von Forschungsprojekt zu Forschungsprojekt unterschiedliche Anforderungen. Wir sind sehr dankbar und froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich zum Teil auch mit Beta-Versionen umgequält haben, als TextGrid noch sehr viel robuster und rustikaler aussah. Und Herr Janidis hat es schon erwähnt, Usability stand nicht unbedingt in unserem Fokus oder auf unserem Fokus, sodass wir jetzt quasi den Release TextGrid 1.0 um ein Jahr vorgezogen haben, um diesen Forschungsverbünden auch die Gelegenheit zu geben, jetzt mit TextGrid zu arbeiten und uns die Gelegenheit zu geben, uns das Feedback direkt von Ihnen abzuholen. Das werden bestimmt die nächsten 12 Monate eine Zeit, wo wir beide, sowohl das Forschungsprojekt als auch wir, starke Nerven brauchen werden. Was haben wir gelernt? Wir
sind gestartet mit Dextrin. Ich denke, ich kann das sagen, auch ein bisschen idealisiert, vielleicht auch ein bisschen naiv, und mussten besonders in den letzten 2 Jahren feststellen, dass Dextrin ein Entwicklungsprojekt ist, dass die Entwicklung von Software, Diensten im Vordergrund steht und damit natürlich die eigentlichen Forschungsfragen auch in den Hintergrund getreten sind. Ich glaube, dass Dextrin eines der wenigen Projekte ist in Deutschland, das schon sehr früh, ungefähr 2005, angefangen hat, mit Informatikern zusammenzuarbeiten, also Geisteswissenschaften und Informatik. Und Sie können sich vorstellen, dass wir hier uns auch erst im Laufe der Jahre eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Terminologie entwickeln mussten. Was uns auch aufgefallen ist und was uns am Anfang nicht so klar war, weil Dextrin sehr kollaborativ und sehr, ich sag mal, basisdemokratisch angelegt ist, wir haben eine standortverteilte Programmierung. Und dass diese Programmierung dann bei den verschiedenen Standorten nicht losgelöst alleine irgendwo hinmarschiert, das war etwas, was wir auch lernen mussten, zum Beispiel durch gemeinsame Programmiersprints, die teilweise eine Woche liefen, wo Fachwissenschaftler und Informatiker quasi eine Woche zusammensaßen und sich direkt über die Tools und die weiteren Entwicklungen verständigt haben. Eine Frage, die bis jetzt noch nicht so ganz geklärt ist, ist, haben mit einem extrem hohen Engagement sowohl Fachwissenschaftler als auch Informatiker sich an Dextrin beteiligt. Und wenn man mal zurückrechnet, seit ungefähr 5 Jahren. Es ist aber immer noch so in den Geisteswissenschaften, dass diese Art des Engagements nicht wissenschaftlich anerkannt wird. Das mag in der Klimaforschung, der Teilchenphysik anders sein, sodass wir hier natürlich jetzt auch per se unter einem gewissen Erfolgsdruck stehen. Mit Dextrin muss man jetzt arbeiten können, damit die Fachwissenschaftler wieder zu ihren eigenen Forschungsfragen zurückkehren können und zeigen können, dass sie mit digitalen Methoden den erhofften Erkenntnisgewinn erzielen. Dextrin nutzt sehr spezifische Software. Irgendwann muss man sich entscheiden, da nützt das ganze Argumentieren oder Diskutieren nichts. Und wir haben uns entschieden, zum Beispiel für die XSYS-XML-Datenbank, damals vielleicht nicht realisierend, dass wir eine der wenigen Anwender sind, die einen lesenden und schreibenden Zugriff auf Objektebene zusichern wollen. Normalerweise wird XSYS mehr eingesetzt für den lesenden Zugriff. Das heißt, wir haben hier noch Performance-Probleme zu lösen. Wir sind aber froh, dass wir mit den XSYS-Entwicklern in Deutschland hier zusammenarbeiten können und die auch ganz begeistert sind, dass wir ihre Beta-Nutzer sozusagen sind. Wir haben uns auch für Eclipse entschieden. Das hat hier und da durchaus auch mal Stirnrunzeln ausgelöst. Warum wir nicht einen Webbrowser nehmen oder jetzt nehmen. Damals stand das nicht zur Diskussion, es gab keinen. Und es würde jetzt im Moment viel zu viel Aufwand erfordern, quasi die ganze Dextrin-Architektur zu redesignen. Nichtsdestotrotz, und das weiß jeder, der größere Entwicklungsprojekte gemacht hat, wie wir eben damals nicht, irgendwann muss eine Architektur redesigned werden. Und das ist dann natürlich auch ein Teil der Nachhaltigkeit und ein Teil der Kosten, die irgendwann, wenn Dextrin weiterläuft, auf uns zukommen. Was wir, glaube ich, zu wenig bedacht haben, was uns nicht klar war, vielleicht auch ein bisschen im Schwung der Begeisterung, sind die Aspekte von Usability, Performance, Skalierbarkeit, Monitoring der Dienste, dass wir informiert werden, wann fällt ein Dienst aus, und die hohe Verfügbarkeit. Wir können ja den Forscher nicht übers Wochenende nach Hause schicken und sagen, tut uns leid, der Textserver ist gerade unten, guck doch am Montag wieder vorbei. Das sind Sachen, mit denen beschäftigt man sich nicht, wenn man einen Antrag stellt und die Vision im Kopf hat und vor allem aus den Fachwissenschaften oder aus den Forschungsfragen herauskommt. Das heißt, hier müssen wir auch einen anderen Grad der Professionalisierung erreichen. Nichtsdestotrotz, Dextrin hat unglaublich viel erreicht, was in erster Linie an dem Konsortium liegt, an der guten Stimmung, an der tollen Teamarbeit, an den vielen auch kritischen und konstruktiven Diskussionen. Es ist im Laufe der Zeit sehr zusammengewachsen. Frau Raab hat erwähnt, dass viele Kollegen von 2005 noch dabei sind, also auch mit einer gewissen Begeisterung. Wir haben auch, sage ich mal, externe Freunde, die uns immer mal wieder behilflich sind. Ich wurde gerade von Herrn Sander gefragt, wo die Dextrin-Beule herkommt. Das ist ein Freund von einem Kollegen aus dem Dextrin-Team, der Comiczeichner ist und der das mal schnell so zusammengezeichnet hat und der uns heute noch verbunden ist. Wir werden Sie also mit weiteren Eulen oder Eulenversionen überraschen. Dextrin verfügt über ein extrem hohes Know-how, über 5 Jahre, mehr oder weniger dieselben Leute, im Bereich von der Entwicklung von diesen Softwarediensten, von diesen Tools. Das ist Know-how, was nicht weit verbreitet ist über Dextrin hinaus. Sicherlich bei dem ein oder anderen Tool in Holland oder auch in Großbritannien.
Und es hat sich herausgestellt, dass die geisteswissenschaftliche, fachübergreifende Zusammenarbeit sehr fruchtbar war. Also man hätte am Anfang nicht meinen können, dass Musikwissenschaften und Kunstwissenschaften und Germanistik vielleicht gemeinsame Anforderungen haben an eine virtuelle Forschungsumgebung. Und ich denke, da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv, aber hier in diesem Fall eben sehr zum Guten, weil diese Fachdisziplinen jetzt miteinander reden und eben sehen, man kann Sachen gemeinsam entwickeln, man hat dieselben Spezifikationen. Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, und damit beschäftigen wir uns auch schon seit geraumer Zeit, diese Entwicklung in einen sogenannten Dauerbetrieb zu überführen. Und wir stehen vor der Herausforderung, die Fachwissenschaftler für dieses Thema zu begeistern, dass sie mitmachen. In jeder Hinsicht ist Nachhaltigkeit ein schwieriges Thema. Keiner von uns hat Erfahrung, keiner kennt sich mit Betriebskosten aus, mit Satzungen, mit Rechtsform, mit Organisationsform. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann man auch hinzufügen, und keiner will sich auch damit auskennen. Es ist definitiv kein Thema für eine fachwissenschaftliche oder wissenschaftliche Profilierung. Es dankt einem also auf gut Deutsch keiner, wenn man sich mit diesem Thema auskennt. Und niemand will dafür zahlen, schon gar nicht dauerhaft und schon gar nicht zahlen müssen. Der Einzelwissenschaftler will dafür nicht bezahlen, also der Geisteswissenschaftler. Die Fakultät will dafür nicht bezahlen, die Universität will dafür nicht bezahlen, das Land nicht, der Bund nicht, also eigentlich will niemand dafür bezahlen. Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Aber eine Professionalisierung oder ein Dauerbetrieb, ohne dass irgendwie die Kosten aufgebracht werden, also ich glaube, so viel Verständnis haben wir dann doch alle betriebswirtschaftlich, dass das nicht funktioniert. Eine Kostenkalkulation ist sehr schwierig, weil die Entwicklung und die Forschungsfragen sehr dynamisch sind, und gerade besonders in einem Feld wie Digital Humanities, wenn man überlegt, wo die Digital Humanities vor 3 Jahren standen, und wenn wir heute auch von Text Mining und Data Mining hören, wie sollen wir dann kalkulieren, was wir in den nächsten 5 Jahren brauchen und einen Kostenplan dafür aufstellen? Es scheitert schon an der simplen Frage, brauchen wir 4 Server oder 5 virtuelle Maschinen? Reichen 5 Programmierer oder brauchen wir irgendwann 10 Programmierer? Das sind solche grundlegenden Fragen, die aber natürlich sehr kostenintensiv sind. Und es gibt zurzeit keine politische Struktur, unserer Meinung nach, keine strukturpolitischen Rahmenbedingungen, die es erlauben würden, dass man bundeslandübergreifend meinetwegen Textgrid finanziert. Würden 3 Bundesländer Textgrid finanzieren, würde es bedeuten, dass wir die 13 anderen ausschließen im Umkehrschluss. Denn warum sollen die 3 Bundesländer für die anderen 13 bezahlen? Und das heißt, dass die Fachwissenschaftler aus den 13 anderen Bundesländern Textgrid nicht benutzen können. Wir wollen ja aber gerade die Vernetzung und die Kollaboration. Und diese Bund-Land-Problematik haut uns hier natürlich jetzt im Textgrid besonders in die Ohren. Wir haben morgen einen Workshop zur Nachhaltigkeit und wir sind sehr froh, dass wir nicht alleine sind in diesem Thema. Wir werden morgen also diese Thematik Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven machen, auch aus der Klimaforschung zum Beispiel. Und wir werden aus Textgrid nichtsdestotrotz 3 Szenarien vorstellen, jetzt nicht, wie man das finanziert, aber wie man vielleicht die Kosten in etwa abschätzen kann, und sind auch sehr gespannt auf die Diskussion. Es hat uns überrascht, dass morgen fast 70 Teilnehmer zu erwarten sind. Das ist also auch ein Thema, was mehr und mehr in den Fokus gerät. Als wir vor 3 Jahren versucht haben, mit Leuten hierüber ins Gespräch zu kommen, waren wir froh, wenn schon 20 zusammengekommen sind. Das ganze Konsortium hat ein hohes Interesse an Text und dem Weiterbetrieb. Das war die grundlegende Motivation, eine virtuelle Forschungsumgebung, auch wenn wir das damals nicht so genannt haben, also eine Arbeitsumgebung zu schaffen, von der man sich einen Erkenntnisgewinn verspricht mit Methoden, die damals noch nicht so gang und gäbe waren. Also das Textgrid-Konsortium selber und die assoziierten Forschungsverbünde, die jetzt Textgrid schon nutzen wollen, möchten gerne, dass Textgrid weiterläuft. Wir haben hier aber auch ein Problem, auf das ich schon hingewiesen habe. Je erfolgreicher Textgrid auf der einen Seite ist, also auch je mehr Daten prozessiert werden müssen, je mehr schreibenden Zugriffe wir auf Objektebene gewähren, desto mehr müssen wir uns im Betrieb professionalisieren. Dazu gehören eben Punkte wie Skalierbarkeit, Performance und Monitoring. Ein anderes Problem, was uns umtreibt, das ist natürlich kein Problem, was nur Textgrid hat, aber uns fällt das jetzt eben besonders auf. Wir haben hochprofessionalisierte Kollegen und Kolleginnen in Textgrid und wir haben kaum Möglichkeiten, denen eine Karriere oder eine Art von Nachwuchsförderung oder gar eine Festanstellung zu gewährleisten. Würden auch nur 30% der Kollegen das Textgrid-Konsortium verlassen, könnten wir wahrscheinlich nicht garantieren, dass wir im Mai nächsten Jahres
auch nur was halbwegs Laufendes mit den zusätzlichen Tools anbieten können. Zusammenfassung, und das ist dann die letzte Folie, die Diskussion insgesamt um virtuelle Forschungsumgebung hat zu unserem Glück in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Das Bewusstsein, dass man virtuelle Forschungsumgebung für bestimmte Forschungsfragen oder für bestimmte Fachdisziplinen braucht, ist immens gestiegen. Es gibt auch sehr hochrangige, ich sag mal, politische Gremien, die sich des Themas angenommen haben. Wir arbeiten natürlich mit TechScript und Schielen immer wieder was machen, denn andere Fachdisziplinen, und sind auch froh, dass wir hier in Wiskrit mit ein Player sind, um auch mal neugierig zu schauen, wie löst denn die Astronomie oder die Klimaforschung die Fragestellungen, und sind, auch wenn jetzt Astronomie und Klimaforschung hier sind, aber auch ein bisschen erleichtert, dass sie das Thema der Nachhaltigkeit auch selber noch nicht so für sich haben voranschreiten lassen können. Deutschland ist dank TechScript, und dieser Dank gilt dann besonders den Förderern, die, wie ich fand, sehr mutig waren damals, 2005, sich für diese Förderung zu entscheiden. Es ist nach wie vor ein teures Projekt, wird ja auch viel entwickelt in einem großen Konsortium. Ist international gesehen, was im Bereich Digital Humanities ist, an der Spitze. Wir merken das, weil wir oft angefragt werden, und zwar auch auf Augenhöhe angefragt werden, mit einer gemeinsamen Zusammenarbeit, mit dem Austausch von Tools, eingeladen werden, an unseren Standardisierung oder auch an anderen komplexeren Fragestellungen zu beteiligen. Und das ist natürlich auch etwas, was uns dann froh und dankbar macht und was uns antreibt. Wir sind der Meinung, dass wir in Deutschland nichtsdestotrotz so eine Art Kompetenzzentrum oder Koordinierungszentrum brauchen, was sich der Thematik virtuelle Forschungsumgebung insgesamt widmet und was auch solche Fragestellungen löst oder versucht mitzulösen, was man, wie ich denke, nicht von den Fachwissenschaftlern erwarten kann. Betriebskosten, Rechtsform, Nachhaltigkeit, strukturpolitische Diskussion oder vielleicht auch Anregungen. Weil wir auch gerade in dem BISCRIT-Projekt festgestellt haben, dass das alles Fragen und Probleme sind, die wir gemeinsam haben. Egal, ob ich aus der Teilchenphysik komme oder ob ich eben aus der Kunstgeschichte komme. Vielen Dank, und wir freuen uns alle sehr, mit Ihnen heute den Release von TechScript 1.0 auch später bei einem Glas Sekt feiern zu können. Danke.